diesem Video zeige ich euch, wie man eine Kettmaschenreihe auf feste Maschen häkeln kann, die aufliegen. Und dieses Video zu diesen Armbändern, das verlinke ich euch am Ende des Videos. Das könnt ihr euch gerne anschauen. Da zeige ich das dann auch, weil da wird das auch verwendet. Am Anfang machen wir einen ganz normalen Anfangsknoten. Und dieser wird nicht auf die Nadel aufgehängt, sondern wir stechen erstmal mit der Nadel dort ein, wo die Reihe beginnen soll. Und zwar zwischen beiden Reihen, unten diese Schlaufe mit dem Anfangsknoten drauf und zieht die euch so vorsichtig hier hoch. Dann habt ihr die drauf und der ganze Knoten, der ist auf der Rückseite. Und dann sucht ihr euch zwischen den beiden Reihen dieses nächste Loch zwischen den Maschen, stecht dort ein und, den mache ich jetzt mal weg, den Restfaden, holt euch euren Faden auf die Nadel und zieht den hier hoch. Dann habt ihr zwei Schlaufen auf der Nadel drauf und zieht gleich nochmal durch die Arbeitsschlaufe durch. Dann habt ihr eine Kettmasche, die hier oben drauf liegt. Wir machen das Ganze nochmal. Das nächste Loch ist hier. Ich gehe rein, hole mir wieder den Faden nach oben und ziehe gleich nochmal durch die Schlaufe durch. Ins nächste rein, wieder hochholen und nochmal durchziehen. Und schon haben wir diese kleine Spur von Kettmaschen. Und ihr müsst aber immer aufpassen, dass ihr immer richtig einstecht zwischen diesen beiden Reihen, wo ihr seid. Das ist bei Kettmaschen gut zu sehen. Bei festen Maschen, Entschuldigung. Und da holt ihr den Faden dann einfach immer oben. Das heißt, wir arbeiten eigentlich nur unterhalb. Also es wird nur unter dieser Häkelarbeit gemacht. Aber dadurch, dass wir den Faden hochholen, bilden sich dann oben diese Kettmaschen. Dann geht es immer so weiter. Und so sieht das dann aus, wie so eine kleine Kette. Und ich zeige euch jetzt auch, wie ihr das Ganze beenden müsst. Zum Beenden macht ihr einfach eure letzte Masche und lockert ein wenig diese Schlaufe und stecht dann die Nadel von hinten durch dieselbe Masche durch, wo ihr eure Schlaufe auch drin habt. Hängt euch die auf die Nadel drauf und zieht ein wenig fest und zieht euch diese Schlaufe dann wieder nach unten. Also einfach mit der Nadel nach unten holen. Dann ist die hier oben weg und wir haben einfach eine beendete Masche, die einfach aufhört. Und ihr habt hier unten diese Schlaufe. Und da könnt ihr dann wieder ganz normal abschneiden. Und hier zum Beispiel dann festziehen, um das zu beenden. Dann habt ihr hier eine saubere Spur, die hört dann auf. Und keiner weiß, wo es aufgehört hat. Also da könnt ihr dann hinten dann vernähen und dann ist das sauber. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und weitergeholfen. Bis zum nächsten Mal.